Ich würde ja sofort starten, aber es lädt und lädt und lädt. Ich tippe nochmal die drei Stream-Befehle rein. Die vier Steam. Steam hat nicht geklappt, weil ich Steam geschrieben habe, okay. Jetzt. Discord? Die feiern hier schon Silvester. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Was der war? Der war was? Ah, YouTube. Also wenn ich selbst schon überlegen muss. Ja, in dieser Expedition gibt es den goldenen Vektor als Belohnung. Den habe ich noch nicht. Da bin ich ganz gespannt. Ich sehe gerade, ich habe eine Insta. Upload. Das ist auch untypisch. Expedition initialisieren. Ja und ab. Ich höre nichts. Ah, ich weiß, warum ich nichts höre. Sorry, jetzt muss ich kurz hier rein. Und günstigerweise höre ich immer noch nichts. Ach, doch jetzt. Es ist nur ziemlich leise. Ich mache mal lauter für mich. Okay. Lebenszeichen. Nicht identifiziert, das Material. Also, sagst du mir jetzt erstmal, hat es hier eine Hülle? Irgendwo. Mitten im Sturm. Da hat seine Hölle. Hast du dir so gedacht? Ich habe nur einen Mining-Laser. Es kann sein, dass ich es gleich nochmal laden muss. Fuchsbau, vor einem Sturm Zuflucht gesucht hat. Ich habe noch nie mal nachgesehen, das war eine der Expeditionspunkte. Okay, jetzt gehen wir hier drauf. Basiscomputer, sehr nett. Leistungsstarkes Gefahren-Dings-Upgrade. Sehr willkommen. Das sollten wir aufladen mit einem Ionenakku. Wir hatten Phosphor für den Notfall gehabt, das ist interessant. Okay. Das finde ich jetzt nicht sehr schön. Wir haben. Ich muss jetzt erstmal die Perspektive ändern. Ne? Wird einem ja schwindelig bei. So, da ist mein Flieger und mein Flieger ist. Ein S-Klasse-Flieger. Ja, how nice ist das denn? Okay. Stürmt aber noch.
So, eine viel, viel schönere Höhle. Ein schneller Scanner, sowas erfreut. Aber keiner hat dabei reicht. Ja, der Nachteil, wenn man in Berlin lebt, was ist das? Ich habe keine Ahnung, ob. Schiff gleich lädt. Auch oh, spannend, ja, mit Tritium. Ja, schön, dass noch meine Gläser so schnell geht. Ich muss allerdings Kohlenstoff fortgeschritten lesen. Erforderlich, das ist schlecht für uns. Ich meine, davon kriegt man wenigstens ein bisschen Sauerstoff. Sauerstoff brauchen wir natürlich auch. Aber ich fürchte, wir müssen dann erstmal wieder raus. Sieht es eigentlich mit unserem Schiff aus? Das sieht, ist nicht am Dampfen, das ist doch schön. Iteration, Fehler verbunden. Startschubdüsen offline, Impulsantrieb offline. Selbstdiagnose meldet nicht registrierte Raumschiffsanpassungen. Standardreparaturverfahren unzureichend. Benutzerdefinierte Reparatursequenz am Expeditionsprotokoll des Anzugs registriert. So, wir brauchen einen Quantencomputer und drei Sturmkristalle. Dann schauen wir mal, was es als Belohnung gibt. Ironie, Ironie. Kobalt. Beziehungsweise Ionenakkus, die ich aus Kobalt hergestellt hätte. So, das hier müssen wir jetzt zerlegen und das gibt chromatisches Metall, das freut. So, dafür brauchen wir magnetischer Resonator. Haben wir den Bauplan? Wir haben den Bauplan nicht. Und Kristallsulfid, das gibt es unter Wasser. Kobalt ionisieren, Lavenkern? Was ist das? Also Startschubdüsen und so Zeugs funktioniert gar nicht. Das ist ja spannend. Okay, gehen wir erstmal kurz wieder raus. Schauen wir, was wir hier so haben. Einen Mikroprozessor nehmen wir gerne. Natrium haben wir auch mal sehr gerne. Restsubstanz ist aktuell nicht so spannend. So. Na komm, da wird doch mal irgendwas finden. Muss ich schon wieder in die Höhle, um die Sachen zu sortieren. So.
So, unser Dings ist jetzt natürlich erstmal. Unser Gefahrenschutz ist noch gar nicht leer. Okay, dann lass uns mal schauen. Wir können bauen Ionenakkus, die offensichtlich sehr günstig sind hier. Wir haben wieso sieht das so aus, aber da nicht da. Ich dachte, wir hatten so, warte mal. Ah ja, eine tragbare von der Riesen haben wir immerhin. Dann basteln wir die doch mal da drüben hin. Oh, dann brauchen wir da draußen jetzt erstmal ein paar Pflanzchen. Das sieht schon mal sehr pflanzlich aus. Ich auch gern. Natrium ist sowieso immer spannend und gut. So, Exo-Anzug. Du hast dir jetzt einen Ionen-Akku verdient. So, gescannt, 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 gescannt. Das dürfte sehr viel Kohlenstoff geben. Halt, nicht identifiziert. Fortgeschrittener Minenlaser erforderlich. Okay, da wollte uns was ans Leder. Jetzt teilen wir unseren Kohlenstoffvorrat auf. Schnell teilen. Dann packen wir da 91. Ach Mensch, kann man das nur so machen? Bleib du mir schön hier. Nee. Okay. Leider kann ich keine Kristalle sammeln ohne. Jetzt wäre ein Terrain-Manipulator. Klingt nach einer guten Idee.
Genau, das war es, was ich machen wollte. Verdichteter Kohlenstoff. So. Terrainmanipulator braucht Wasser und Kohlenstoffnanorohr. Was gerade nicht die am leichtesten verfügbaren Sachen sind. Immerhin die Wasserstoff. Super. Gut, dass wir den mit Phosphor aufladen könnten. Oder mit Kohlenstoff. Ich meine, Phosphor sollte hier echt kein Problem sein. Da gar nicht mehr auf. Okay, dann schauen wir mal, was wir dafür bekommen. Okay, magnetischer Resonator. Den müssen wir ja bauen. Impulswerfer und Kampfvisier, das sind nicht so spannende Sachen. Aber leistungsstarkes Defensiv-Upgrade nehme ich gerne. Sehr gut, dann können wir endlich raus und mehr Kohlenstoff haben. Der Kohlenstoff ist ja unser größtes Problem gerade. Was hast du gerade gesehen? Ach, ich hasse das. Emma zeigt da an, was jetzt gerade genau im Fokus ist. Ist unerforscht. Und wenn man dann schauen will, dann geht's wieder nicht. Okay, das geht nicht. Was ist da hinten? Fortgeschrittener Minenlaser. Ich hoffe, ich bekomme den bald. Okay, da hat schon jemand eine Basis gebaut. Das ist auch kein Wunder. Ich meine, ich bin am vorletzten Tag jetzt hier eingestiegen. Wenn man es nach Stunden rechnet, am letzten Tag.
Die Wasserstoffkristalle. Sehr gut. Nehmen wir das auch gleich weg. Blind fahren, das geht auch. Ja, sagt mir rechtzeitig Bescheid, wenn es. Wieder anfängt zu stürmen. Okay, wir sind in der Hölle. Achso. So, du kannst 80 davon nehmen. Fangen wir mal an, den besseren Kohlenstoff zu machen. Wie ist eigentlich die Audioqualität? Wartet mal. Ich muss mal hier schauen. Ich sehe, dass man noch gar nichts hört vom Desktop Audio. Ich fürchte, das liegt daran, dass ich vorhin umstellen musste. Ihr hört eher Secondhand, was ich höre. Erweiterte Audio-Eigenschaften sind diese. Sind jetzt die. Ich kann sie. Audio. Desktop Audio. So, wie sieht es jetzt aus? Jetzt muss ich erst wieder Lärm machen. Ich verstehe das nicht. Jetzt überlege ich, ob ich nur deshalb den Stream neu starte. Und ich glaube, das macht Sinn. Wir sehen uns also in Kürze wieder. Bis gleich.